jeder kann das machen, indem er identifiziert, wo auf dem Lifecycle of Change er steht, indem er die richtigen Fragen stellt, die sofort stellt, indem er die Antworten auswertet und dann den Leuten die Erlaubnis gibt, Einsichten zu gewinnen. Gut, mit 4 Antworten ist es relativ einfach, wenn man dann 50 Leute fragt, wird es ein bisschen mehr. Dafür haben wir dann eine Applikation entwickelt, das VedoWeb, wo all die 3 Prozesse absolut unterstützt und das eigentlich erlaubt, auch in großen Mengen zu machen. Also unser größtes Change Engagement war 80.000 Leute weltweit betroffen von der Veränderung. Unser größtes Führungsteam, wo wir Entscheidungen entwickelt haben, waren natürlich nicht 80.000 Leute. Weil das gibt es jetzt doch nicht, oder? Aber es waren 50 Leute. Da kommt schon was zusammen. Das heißt, wir haben das EdoWeb entwickelt, genau das zu machen. Ich mache ein spezielles Angebot. Das Angebot ist eigentlich folgendes. Wenn ihr ein Projekt habt oder eine Organisation habt, die vor Entscheidungen steht, wo sich das Entscheidungsteam vielleicht nicht immer einig ist oder wo das Projekt etwas umsetzen muss, ihr müsst jetzt nicht extra Geld in die Hand nehmen, um in die Früchte vom EdoWeb zu kommen. Das Gute ist, all unsere Leute sind ausgebildete Projektmanager, sind ausgebildete Prozessdesigner und so weiter. Ihr könnt, wenn ihr solche Ressourcen braucht, die bei uns eigentlich einkaufen und damit bekommt ihr gratis sämtliche Features vom EdoWeb, um genau das zu machen, sozusagen nebenher. Und es ist nie zu spät. Okay. Du hast da angeboten, dass man die Informationen. Also überhaupt auch das Zugriff auf das.